Also ich bin mit diesem Wahlergebnis sehr zufrieden. Und wenn das jetzt noch ein bisschen hin und her geht, es ist alles in Ordnung, weil man merkt, die Sachsen haben nicht Protest gewählt. Es ist möglich, mit diesem Wahlergebnis und einem guten Willen, einer Rückbindung an das Land, mit Demut und dem Wunsch, dem Land dienen zu können, auch eine Regierung zu bilden. Und das wird uns gelingen. Wir werden miteinander in Gespräche kommen. Das wird nicht einfach werden. Das wird alles auch eine Weile dauern. Aber das Fundament ist da. Und das macht mich sehr glücklich und ich bin sehr dankbar dafür. Ja. Nun haben Sie die Qual der Wahl des Koalitionspartners. Mit den Grünen wollten Sie eigentlich nicht mehr. Es gibt dann noch das BSW, aber da sind auch ganz viele inhaltliche Differenzen. Ja, warten wir mal ab. Jetzt ist der Wahlabend. Wir müssen erst mal durchatmen. Dann würden wir die Gremien beteiligen, den Landesvorstand, die Fraktion. Und dann würde ich sagen, fangen wir an, miteinander zu reden und schauen, was uns miteinander verbindet. Und dann werden wir sehen, was es ist und ob das tragfähig ist.